Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grillt, Feines Grillen Barbecue. Heute, ja, zu sehen, machen wir eine XXL Fisch- und Seafood-Platte. Und wie man das macht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Aktuell ist es so, dass die Firma Sellgroß Grillwochen veranstaltet. Und die haben im Juni das Thema Seafood und Fisch. Und das finde ich sehr, sehr cool. Und die haben mich gefragt, Mensch Klaus, kannst du da nicht irgendwie mitmachen? Ich sagte, okay, Fischgrillen mache ich nicht so oft. Aber heute ist der Tag der Tage, wo es mal wieder so weit ist. Und das Schöne ist, ihr könnt genauso mitmachen. Ich habe hier unten drunter einen Link für euch auf Insta. Da könnt ihr eure eigenen Fotos posten, die verlinken und könnt so ja eben von ganz vielen Gewinnen von Sellgroß nochmal abstauben. Eine schöne Sache, ich darf leider nicht mitmachen. Mein Gewinn ist, dass ich hier mitmachen darf und euch hier zeigen darf. Und dass ich mich bei Sellgroß ordentlich mit Fisch eingedeckt habe. Und was ich da habe, zeige ich euch. Und zwar habe ich Fisch alleine, ist ja immer eine schöne Sache. Aber ich habe hier viele andere tolle Sachen. Und für mich gehört ja Fisch und Seafood zusammen. Deshalb habe ich so Baby-Kalamari. Und alles, was er bei Sellgroß nicht frisch bekommt, das gibt es da gefroren. Und da wir in Mitteleuropa leben, ist es auch ja keine Schande, das auch mal als gefrorene Produkt zu nehmen. Du weißt ja, das ist alles tipptopp. Habe dann hier noch so eine schöne Riesengarnelen, habe ich mir genommen, die Liebig. Guck mal, hier in salziges Wasser eingelegt, habe ich mir so ein paar Sardinen an der Stelle. Und hier unten drunter habe ich noch so ein paar Doraden, die hier, in dem Fall rote. Die füllen wir gleich noch mit den Kräutern hier vorne. Guck mal da, da halten mich Salbei und Thymian. Das packen wir da noch hier hin. So, die habe ich jetzt wirklich mal ein paar Stunden einfach mal vor marinieren lassen. Nur Wasser oder? Nur Wasser und Fischgewürz und ein bisschen Salz. Hier drüben habe ich Riesengambas und da habe ich meine lieblingseinfachste Marinade genommen, die man nehmen kann. Nämlich Sweet Hair Chili Soße, die einfach 2 Stunden eingelegt. Super schön. Hier drüben eins meiner Lieblingsseeprodukte und zwar Seeteufelfilets. Ein hammergeiler Fisch, auch für Leute, die Fisch nicht gerne mögen. Probiert mal Seeteufel. Mega geil. Und hier drüben, für alle, die auch Fisch nicht so gerne mögen, aber gerne Hühnchen haben, habe ich hier Jakobsmuscheln. Die schmecken so ein bisschen wie Hühnchen. Und meine Frau, muss ich euch sagen, ich liebe sie. Die liebt sie. Also ich liebe meine Frau und meine Frau liebt Jakobsmuscheln. Vermutlich nicht mehr als mich, das hoffe ich jedenfalls. Hier vorne ist noch Thunfisch. Und wir haben hier, die gibt es ja direkt vorbereitet, so eine panierten Garnelen, mega geil. Dann habe ich noch ein bisschen Fischgewürz, ein bisschen Butter, verschiedene Soßen, die sind auch alle von Sellgroß. Das ist hier so eine Gravitlachssoße, Wasabi-Soße, Honigsenf-Dill-Soße, eine Meerrettich-Soße. Dann gibt es hier so eine Kräuterbutter-Baguette, auch fertig, habe ich gleich genommen. Ein bisschen Panko. Hier ist noch ein bisschen Rosmarin zum Grillen nachher, hier nochmal ein schönes Aroma. Und ein bisschen so Sriracha-Mayo und eine Sushi-Mayo. Schadet nachher beim Dekorieren auf ja keinen Fall. Und wie immer, wenn wir grillen, Schaufelmesser und ein Brett. Also, ihr Hübschen, wir fangen mal an. Ich habe die Feuerplatte vorbereitet. Und da, wenn wir als allererstes fangen wir mit den Dingen an, die am längsten brauchen. Das sind in dem Fall die Sardinen und unsere Doraden. Die Sardinen nicht erschrecken, die sind jetzt nicht ausgenommen. Die isst man ja außen rum, das musst du deinen Gästen sagen. Da, wenn die anfangen, die ohne rein mitzuessen, da wird es komisch. Aber Sardinen kann man tatsächlich sowieso sind. Auftauen, zack, hier ab auf den Grill. Wird unter anderem in Griechenland ganz häufig so gegessen. Und immer wenn du bei bist, wird ein bisschen mit Öl angießen. Mega. So, bei den Doraden nehme ich bloß ein bisschen Salbei und ein bisschen Thymian. Ab in die Mitte und auf die legen wir dazu. So, packen wir die runter. Und das sind keine Flachwasser-Doraden, sondern die kommen aus der Tiefsee. Da kennst du, dass die große Augen und rote Farbe haben. Also wenn die Fische aus dem Flachwasser kommen, dann haben die relativ natürliche Farben. Und wenn die von ganz weit unten kommen, dann neigen die so zu Rottönen und vor allem auch zu großen Augen. Dann machen wir hier drüben am äußersten Rand mal mit unseren Gambas weiter. Und die nehmen wir einfach Natur und übergießen wieder mit ein bisschen Öl. Und da ist hier sowas wirklich so eine Feuerplatte, das Beste, was man auf sowas grillen kann. Und ihr seht, man kriegt so ordentliche Mengen damit unter. Und du hast halt immer die Wahl, entweder hier in der Mitte ultra heiß oder hier draußen ein bisschen schonender zu grillen. Und gerade die Burschen hier, die musst du schön schonen grillen, deshalb auch immer den Kopf zu Hitze, weil er den ja eh nicht ist, sondern erdet hier hinten, dass es schön wenig Hitze abbekommt und ganz langsam vor sich hingart. Und was nicht passieren darf, ist, dass die zu heiß werden, weil dann brennt die Kruste hier direkt an dem Fleisch fest. Das ist mal schade. Und auch hier wieder immer hier anrühren. So, als erstes fangen wir mal an, die Sardinen zu drehen. Da siehst du, wie schnell die wirklich hier Energie aufnehmen. Ah, oh, liebe ich.
Und auch die Garnelen gleich das erste Mal wenden. Das ist hier schon Farbe. Die brauchen ja nicht viel Zeit. Und wenn die Platte hier ein bisschen zu heiß wird, dann kannst du einfach von den Fischers ein paar Eiswürfel rauf. Jetzt kühlt sehr schnell die ganze Sache ordentlich runter. So, also Doris können wir auch das erste Mal schon umdrehen. Die werden wir so ein, zweimal drehen. Huch, da löst sich die Haut schon ein bisschen. Nein, es passiert halt. So, nehmen wir unsere Mini-Tintenfische mal dazu hier. Ein geiles Produkt. Da sieht man, warum so eine Feuerplatte Feuerplatte heißt. So, und die nehmen wir immer richtig Energie hier ran. Geil. Wenn die hier so ein bisschen angegangen sind, dann mache ich immer ganz gerne ein bisschen Panko rüber. Dann hast du nachher ein bisschen kleinen extra Crunch drin. Hier so hin und her. Liebe ich. So, und runter mit die Dinger. Dann machst du den auch runter. War sehr schön. Und die Jungs hier. Ach, hier auch die letzte Drehung. Herrlich. Und dann legen wir unsere Filets drauf. Oh, und grillen die von allen Seiten richtig scharf an. Und hier vorne kommen jetzt unsere Seeteufel zum Einsatz. Oh. Dann drehen wir hier unseren Thunfisch. Oh, liebe ich. So, und die Sardellen können wir runternehmen. So wie es auch runter. Die Jakobswurst ist jetzt immer richtig Feuer. Immer drehen von jeder Seite. Herrlich. So, der Thun muss dann auch runter, der soll bloß außen angegrillt sein, wenn der noch Restleben drin hat. Dann ist alles schön. Dann packen wir hier noch hier auf unsere kleinen Gambas. Die mit der Kruste. Und einfach Öl ankippen. Und hier drüben final unsere Riesengarnelen, also schön aufpassen. Den super schnell. Guck mal, das dicke Stück, das dicke Schwanzstück, nach innen, wo die größte Hitze ist. Und dann machst du alles richtig. Guck mal, hier hinter die Jakobsmuscheln packe ich jetzt immer ein kleines Stück Butter, dass die nochmal ganz kurz durch die Muscheln so durchläuft. Hier auch noch schön Butter ran. Oh, und das läuft jetzt wunderbar durch die Jakobsmuscheln durch und aromatisiert die nochmal. Und jetzt, die bekommen auch ein bisschen Crunch oben drauf. Die kommen jetzt ein bisschen Panko mit angelassen. Da haben wir so ein bisschen braune Butter drunter. Geil. Die würfeln wir auch ein bisschen rüber. Ganz gleich mal eine Prise voll. Auch hier der Seeteufel kann ein bisschen was vertragen. Den tut das Uni weh. Der Rest ist ja schon gut angegangen. Die sind auch, die sind hinauf und werden. Stellen wir sie nochmal hochkant. Eine Runde. Und dann sind die Ursache, die sie kommen können. Die müssen wir drehen, was jetzt hier unten eine Flamme war. Siehst du, da ist ein bisschen schwarz geworden. Das ist ja bloß der Zucker. Das ist doch nicht die Garnele, Gottlob. Aber das sagt uns, wir müssen schön nach oben. Naja, und drehen die alle um. So, dann haben wir unsere Jakobsmuscheln schön mit dem Panko-Crunch hier immer runter.
Boah, der Südhörn sieht auch mega aus. Und der ist auch geil. Soweit wir wirklich nicht ganz tot braten. Boah, geil. So, die nehmen wir auch runter. So, und die wollen wir auch nicht zu Zwergen verbrutzeln, sondern wenn die Farbe und ein bisschen Temperatur drin ist, dann sind die schön. Wie gemalt. So, und der Seeteufel ist auch am Ziel. Damit sind wir fast am Ziel. Jetzt mal ganz kurz anknuspern, sind die Baguettes, aber das erspare ich euch. Wie geil, oder? Die Platte ist so groß geworden, dass wir die Baguettes nicht mehr hochgekriegt haben. Naja, hilft ja nichts. Finde ich sehr gut und ich werde mich jetzt Stück für Stück hier durchkosten. Kick mal, ich dachte ganz kurz, dass ich mit der Mayo nochmal nachdekoriere. Aber ganz ehrlich, dann ist es wirklich ein Hang zum Kitsch und den wollen wir nicht. Ich denke so schon immer noch, ob wir Lenti noch und jetzt kosten. Und ich nehme jetzt einfach bloß die Sachen, die jetzt unkompliziert sind, so weit hier angekleidet. Oh, liebe ich. Und Honigsenf-Dill-Soße, geil. Liebig. Hier, die sind auch noch, die sind noch glasig in der Mitte, die müssen so sein. Schön. Noch so eine Garnele. Die ist auch schon schön mariniert, die kann man so nehmen. Gut. Knusperding, auch nochmal, da sind wir den Rest. Außen knusprig, innen saftig. Ach, mal Meerrettich hier. Der beißt, welche Überraschung. Also, sehr schöne Nummer und falls ihr auch mal eine schöne Fischplatte macht oder ein schönes Fischgericht, folgt hier unter diesem Video unbedingt dem Link oder guckt bei mir bei Instagram vorbei. Da verlinke ich auch nochmal. Und zwar die Gewinnspiel von Selgros. Mit wahnsinns tolle Preise. Ich weiß nicht welche, aber ganz viele tolle Preise gibt es dazu gewinnen. Macht da einfach mit. Habt die gute Zeit. Grillt schön Fleisch und Fisch. Und wenn jetzt nicht so eine große Platte ist, sondern etwas kleiner, ist das sicherlich auch in Ordnung. Und ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, feines Grillen, Barbecue. Macht's gut. Oh, jetzt der hier, der ist völlig hier. Wie schön glasig, oder?